Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Organisatoren, ganz herzlichen Dank für die Möglichkeit, heute hier dabei zu sein und Ihnen in den nächsten 15 Minuten etwas über den Sinn, das Riechen, zu erzählen, dessen Bedeutung sich wie ein roter Faden von der ersten bis zur letzten Minute unseres Lebens begleitet. Es beginnt intrauterin. Vorlieben werden dort erworben. Babys, deren Mütter im letzten Trimenon häufig Anis aßen, ziehen diesen Duft nach der Geburt anderen Düften vor. Es geht weiter. Diese Vorlieben halten zwischen 7 Monaten und 2 Jahren an. Babys, deren Mütter während dem Stillen eine mit Kamille bedüftete Creme verwendet haben, nehmen nach 7 Monaten Spielzeug, welches mit Kamille beduftet ist, wie man hier sieht, deutlich häufiger und länger in den Mund als nicht mit Kamille beduftetes und als eine Vergleichsgruppe. Die Vorlieben bleiben bestehen. Es ist das Riechvermögen, was am Ende dazu führt, dass wir unseren Partner wählen, nicht weil wir ihn besonders äußerlich attraktiv finden. Und es geht weiter, wenn wir im Laufe unseres Lebens durch einen Unfall oder einen Infekt unser Riechvermögen verlieren, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass wir in ein sogenannt gefährliches Ereignis wie das Essen von verdorbenen Speisen oder aber das zu spät bemerkte Feuer verwickelt sind. Und wenn wir eine Riechstörung bekommen, die als idiopathisch gilt, dann ist das Risiko, dass man nach 10 Jahren eine neurodegenerative Erkrankung wie ein Parkinson hat, relativ hoch. 10% aller sogenannten idiopathischen Störungen werden ein Morbus Parkinson später. Es geht weiter. Im hohen Alter konnte von Pinto 2014 ein Zusammenhang zwischen dem Riechverlust und der Mortalität gezeigt werden. Diese Studie, die viel Aufsehen auch in der Presse erregte, konnte zeigen, es wurden dort fast 3000 Personen über 5 Jahre verfolgt und alle machten zu Beginn einen Riechtest, bestehend aus 5 Stiften. Diejenigen, die am Anfang anosmisch waren, das heißt 4 oder 5 Fehler machten, im Vergleich zu denjenigen, die hyposmisch oder normosmisch waren, von den anosmischen starben in jeder Altersgruppe signifikant mehr nach 5 Jahren. Auch wenn für Confounder kontrolliert wurde, dann blieb am Ende die Riechstörung, die Anosmie, mit einer Odds-Ratio von 3,37 als Risikofaktor für die Mortalität. Es ist aber nicht nur Pinto, auch Kollegen vor ihm, 2011, Wilson und Gopinath, sowie weitere Kollegen nach ihm, konnten einen derartigen Zusammenhang zwischen dem Riechverlust und der erhöhten Mortalität im Alter an großen, zum Teil über 10.000 Personen messenden Kohorten zeigen. Dabei konnte insbesondere Lee 2020 zeigen, dass es eine große, starke Assoziation zwischen dem Tod aufgrund einer Demenz oder Parkinson bei einem verminderten Riechvermögen gibt und eine mäßige Assoziation bei dem Tod aus kardiovaskulärer Ursache. Keinen Zusammenhang hingegen, keine Assoziation Tod bei Krebs oder aufgrund einer respiratorischen Erkrankung. Heutzutage gehen wir inzwischen somit davon aus, dass das Riechvermögen, insbesondere die Abnahme der Identifikation und Diskrimination, als ein Biomarker einer präklinischen Phase gelten kann, bevor dann die klinischen Symptome, die kognitiven und motorischen Beeinträchtigungen hinzutreten. Die Schwelle hingegen spiegelt eher die periphere olfaktorische Funktion wider. Es sind aber auch in jüngeren Altersgruppen, bei Ihnen, bei uns, das heißt bei denjenigen über 45 Jahren, 15% Personen vorhanden mit einer Hyposmie und 5% mit einer funktionellen Anosmie. Diese Daten steigen dramatisch an im Alter, wie auch Doty 1984 hier bereits zeigen konnte. Und im Alter ist es besonders die Schwelle und die Diskrimination, die abnimmt, mehr als die Identifikation. Derartige Fragestellungen oder Patienten wurden bislang in der Regel vom Hals-Nasen-Ohrenarzt gesehen und dort von einer kleinen Gruppe von Interessierten. Im vergangenen Jahr hat sich jedoch in unserer Welt einiges verändert und das Interesse an Riechstörungen ist sprunghaft angestiegen. Es war SARS-CoV-2, welches seinen Zug um die Welt antrat und zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Vortrages bereits über 650.000 Personen in der Schweiz infiziert hatte.
Im vergangenen Jahr, nach etwa 3 Monaten, hat das BAG dann den plötzlichen Verlust des Riechs- oder Geschmackssinns unter die Symptome aufgenommen, denn das war etwas, was viele Patienten beklagten. Das heißt aber auch, dass bis zum heutigen Zeitpunkt allein in der Schweiz mehr als 250.000 Personen bis 400 eine Riechstörung haben, denn wir wissen inzwischen aus Meta-Analysen, dass die Prävalenz der Riechstörung bei SARS-CoV-2 zwischen 40% und 60% beträgt. Nun, postinfektiöse Riechstörungen a priori sind eigentlich auch schon lange bekannt. Es gibt Veränderungen während des akuten Infektes. Das wissen Sie alle, wenn die Nase zu ist, der Schleim vermehrt, in dem Moment haben wir eine konduktive Riechstörung und wir riechen schlechter. Die gibt sich wieder nach Abklingen des Infektes. Anders hingegen sieht es aus, wenn in dem Moment, wo der Infekt verschwindet, die Riechstörung bestehen bleibt. Über Wochen, über Monate. Es wurden verschiedene Untersuchungen gemacht, um das dabei auslösende Virus zu identifizieren. Adenovirus, Rhinovirus, konnte jedoch keins davon wirklich bestätigt werden. Was machen wir als HNO-Ärzte, wenn diese Personen dann zu uns kommen, einige Monate oder Wochen nach dem Infekt und die noch immer bestehende Riechstörung beklagen? Nun, wir machen eine klinische Untersuchung inklusive Nasenendoskopie und was sehen wir? Eigentlich nichts oder ein Normalbefund, wie Sie hier sehen. Die Anamnese für sämtliche andere solche Erkrankungen, die auch mit Riechstörungen einhergehen, ist in der Regel Blande. Und wir machen dann eine ausführliche seitengetrennte Riechtestung, eine Sniffing-Sticks-Testung. Warum? Wir wissen, die Selbsteinschätzung des Riechvermögens ist extrem unzuverlässig und ungenau. Und nur mit genauer Messung können wir wirklich das Riechvermögen bestimmen. Wir messen dabei Riechschwelle, S, die Diskrimination, D und die Identifikation, I. Und der Summenwert aus all diesen 3 Werten ergibt einen SDI-Wert. Und anhand von diesem bestimmen wir das Riechvermögen als Hyposmie. Alle Werte unter 15 sind Anosmie, bedeuten Anosmie, 16 bis 30 Hyposmie und über 30 Nomosmie. Ein MRT machen wir eher selten, wenn dann eine Feinschichtung der Frontobasis, um das Volumen des Bulbus olfactorius zu bestimmen, welches uns Hinweise auf die Prognose gibt. Was passiert bei derartigen Riechstörungen? Wir wissen, dass es sich in der Regel um einen direkten Schaden der olfaktorischen Rezeptorneurone handelt. Wir wissen aber auch, dass die olfaktorischen Sinneszellen die einzigen sind, die kontinuierlich während des Lebens regenerieren. Das heißt, während Sie mir jetzt zuhören, irgendwo daheim sterben Riechzellen ab, auch bei mir, neue kommen nach. Allerdings nimmt diese Erholungsrate mit zunehmendem Alter ab. Dies führt dazu, dass sich auch postinfektiöse Riechstörungen mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit erholen. In der Literatur findet man Werte von 15% bis 87%. Durchschnittlich sehen wir etwa 30% bis 60% Erholungsrate, je nach Alter der Person und Dauer der Störung. Handelt es sich dann bei der Riechstörung bei SARS-CoV-2 um eine typische postinfektiöse Riechstörung? Wir würden sagen, nein. Warum? Die Anamnese ist anders. Es fehlt in der Regel die nasale Obstruktion. Die Anosmie ist das einzige isolierte Symptom oder kann das sein. Häufig berichten die Patienten fast so, als wenn ein Lichtschalter ausgeschaltet wird. Morgens hat das Essen noch geschmeckt, abends war alles fade, ganz schlagartig. Und in der Regel erholt sich diese Riechstörung relativ schnell wieder. Was wissen wir über die Pathophysiologie dieser Störung? Wir wissen, und ich denke, Sie haben das auch anfangs der Woche schon gehört, das Virus dockt an die ACE2-Rezeptoren an, die wir aber im Riechepithel gar nicht an den olfaktorischen Rezeptorzellen finden. Alle die Zellen, wo wir das finden, sind hier grau markiert und Sie sehen, es ist hingegen vorhanden an insbesondere den Stützzellen, die hier um das Riechepithel sind und den Baumannschen Drüsen, aber auch an den horizontalen Basalzellen. Was stellen wir uns nun pathophysiologisch vor oder was passiert, was führt zu dieser Riechstörung bei Covid? Es sind wahrscheinlich verschiedene Mechanismen kombiniert. Einerseits eine lokalisierte Entzündung, die man auch im MRT bei einzelnen Patienten sehen kann. Es sind vor allen Dingen durch die
Entzündung oder durch die Betroffenheit der Stützzellen Veränderungen im Schleim. Das führt zu einer Ionenimbalance und dann zum Zelltod, aber auch inflammatorische Zytokine, möglicherweise auch doch eine direkte Infektion der olfaktorischen Sinneszellen, noch nicht bewiesen. Und vor allen Dingen zentrale Läsionen in dem Sinne, als dass vor allen Dingen die Perizyten um die Gefäße betroffen sind. All das zusammen führt am Ende zur Riechstörung. Spannenderweise ist die Häufigkeit der Riechstörung nicht überall gleich. Man hat gesehen, dass insbesondere in den asiatischen Ländern die Prävalenz geringer ist und man geht davon aus inzwischen, dass es eine gewisse Ausmaß einer Bindung an den Rezeptor braucht und je nach Virustyp ist das unterschiedlich. In Europa ist vor allen Dingen diese Variante vorherrschend, die eine höhere Bindung hat und damit zu mehr Riechstörungen führt. Aber diese ACE2-Rezeptoren finden wir nicht nur im Bereich der olfaktorischen Schleimhaut, sondern auch im Bereich der Schmeckzellen. Und zwar Typ 3 und Typ 2 Zellen exprimieren das. Das erklärt auch die Schmeckstörungen. Und über Zytokine kommt es auch zu einer Entzündung im Bereich des Nervus trigeminus. Im vergangenen Jahr haben sich Riechinteressierte zusammengetan, auf der ganzen Welt relativ rasch und ein Konsortium gegründet. Und über das Internet, es gab eine Vielzahl von betroffenen Personen in der ersten Welle, eine Umfrage gemacht, aus der diese Publikation entstand und die deutlich zeigen konnte, dass im Rahmen einer Covid-Erkrankung alle drei Komponenten, nicht nur das Riechen, auch das Schmecken und der Trigeminus betroffen ist. Wie Sie hier sehen, das ist zwar eine Selbsteinschätzung, aber das Riechvermögen nimmt ab, das Schmeckvermögen während der Erkrankung und die trigeminale Funktion nimmt ab. Die Frage ist, ich erwähnte vorhin schon, dass sich relativ viele Personen relativ rasch erholten, aber nicht alle. Und wir wissen das inzwischen, dass zum Beispiel nach etwa 2 Monaten erste psychophysische Testungen, die Ende vergangenen Jahres publiziert wurden, zeigten eine Erholungsrate von etwa 80%. Eigene Daten, wir haben 60 Patienten untersucht, die alle eine Riechstörung hatten. Von unseren Patienten hatten aber nach einem halben Jahr noch 50% eine psychophysisch messbare Riechstörung. Und im Moment untersuchen wir diese Patienten gerade ein weiteres Mal ein Jahr nach der Störung, um zu sehen, wie viele davon sich wirklich vollständig erholt haben. Gibt es etwas Therapeutisches? Ein Riechtraining. Worauf basiert das? Nun, das basiert auf dem Hennings-Geruchsprisma. Aus dem Jahre 1915 wurden 4 Düfte gewählt und Sie mögen denken, ja, bringt das etwas? Diese 4 Düfte aus jeder Komponente, Zitrone, Eukalyptus, Rose und Nelke, an denen müssen Patienten schnuppern regelmäßig für 2-mal täglich für 3 Monate. Dann werden die Duftstoffe gewechselt und wir haben das für postinfektiöse Riechstörungen schon lange etabliert. Es gibt inzwischen Meta-Analysen und große Studien, die zeigen, das macht Sinn und das hilft und beschleunigt die Regeneration. Gerade erst kürzlich ist dieser Artikel von auch wieder einer Gruppe von Personen, wo wir aus Basel auch dabei sind, die sich schon länger mit dem Riechen befassen, erschienen, wo es nochmals um die Evaluation der verschiedenen therapeutischen Optionen bei postinfektiösen Riechstörungen gab. Und Sie sehen, es gibt eine große Empfehlung und sehr wahrscheinlichen Nutzen für das Riechtraining und das Vitamin A als Nasentropfen. Für viele andere hingegen jedoch eigentlich keine Empfehlungen, was da immer so auch umeinand geistert. Vitamin A-Nasentropfen in einer speziellen Position einnehmen, sonst erreichen Sie die Riechregion nicht. Wenn es nun nicht zu einer Verbesserung kommen sollte, dann ist es wichtig, dass all diese Punkte angesprochen werden. Aber grundsätzlich gehen wir von einer Verbesserung bis zu einem Zeitraum von 2 Jahren aus. Erst dann können wir die Situation abschließend beurteilen. Wichtig aber gerade bei Personen, die beruflich auf ihr Riechvermögen sind, frühzeitig an auch eine Umschulung denken. Damit möchte ich zusammenfassen, Riechstörungen sollten abgeklärt werden mittels Nasenendoskopie und psychophysischer Riechtestung, können ein erstes Zeichen einer Hirnalterung sein, treten sehr häufig bei SARS-CoV-2 auf,
können therapiert werden, Riechtraining, Vitamin A-haltige Nasentropfen und sollten Anlass zur Beratung sein. Ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Antje, vielen Dank für diesen spannenden Vortrag. Ich darf gerade übergehen zur ersten Frage und die Idee mit der Therapie aufgreifen, mit dem Riechtraining. Magst du das noch mal genauer erklären, mit welchen Düften, mit welcher Frequenz man das macht und ob es eben, was deine persönlichen Erfahrungen sind, wie viel dann eben, wenn es vielleicht nach 3-4 Wochen immer noch bestanden hat, mit welchem Therapieerfolg darf man rechnen? Mhm. Vielen Dank, Christian. Das Riechtraining, was wir bei SARS-CoV-2 oder der Riechstörung danach empfehlen, kennen wir eigentlich jetzt schon etwa 7-8 Jahre. Und wir geben dem Patienten ausgewählt aus diesem sehr alten Geruchsprisma 4 verschiedene Düfte mit. Rose, Eukalyptus, Nelke und Zitrone. Wir geben das in so Fläschchen mit. Und in diesen Fläschchen, der Patient schraubt die auf und schnuppert an jedem Fläschchen 20 bis 30 Sekunden. Das mag banal klingen, aber dieses bewusste Auseinandersetzen, dieses bewusste Schnuppern, er darf sogar vorher sehen, welcher Duft ist in dem Fläschchen drin. Oder er probiert mal, ohne das zu sehen, daran zu schnuppern, schraubt es dann zu und nimmt das nächste Fläschchen. Ganz wichtig für den Erfolg ist aber die Regelmäßigkeit, das heißt wirklich morgens und abends und vor allen Dingen 2-mal täglich. Wie schon erwähnt, es klingt banal, aber man muss den Patienten gut instruieren, weil viele sagen, das habe ich jetzt 2 Wochen gemacht, es bringt gar nichts, ich habe wieder aufgehört oder in die Ferien nehme ich die Fläschchen auch nicht mit. Dann hat es einen geringen Effekt. Und die Dauer, wir sagen, bis innerhalb von 6 Monaten nach Beginn der Störung verbessert sich das Riechvermögen mit dem Riechtraining. Und es gibt auch Untersuchungen, die sogar zeigen, dass der Effekt größer ist, wenn man nach 3 Monaten einmal die Düfte auswechselt. Das heißt, die Patienten können uns kontaktieren, die wir sehen, und wir schicken ihnen ein 2. Set mit neuen Düften. Okay, darf ich nachfragen? Ich schnüffel gern Lavendel. Jetzt Lavendel ist nicht in deiner Hitliste dabei. Im ersten Set nicht, im zweiten. Ja. Genau, was gibt es genau Überlegungen, warum jetzt gerade ihr diese 4 Düfte dafür euch entschieden habt? Das ist eine gute Frage. Also einer davon enthält relativ viel, das Eukalyptus, eine trigeminale Komponente. Das heißt, auch die Patienten, die nun gar nichts riechen, merken dann doch ein bisschen was, weil es ist frustrierend. Macht das mal 3 Monate und jeden Tag merkt man nichts. Man ist ja doch geneigt zu denken, ich höre auf. Also da ist wirklich die Geduld gefragt und das Durchhalten. Aber es ist ein bisschen aus den verschiedenen Duftcharakteristika. Es hätten wahrscheinlich auch etwas andere sein können. Wichtig ist aber, manchmal überlegen sich auch Patienten, soll ich nicht an 10 schnuppern, bringt mehr. Wir haben gesehen, die Compliance lässt ab. An 10 Düften schnuppert man 2 Wochen, aber dann hat man keine Zeit und keine Lust mehr und macht das nicht. Ja. Also lieber 4 und regelmäßig als zu viele und dann rasch wieder aufhören. Und in der zweiten Runde gibt es dann Lavendel. Neues, genau. Gut. Ja, herzlichen Dank, Antje, auch meinerseits für diesen schönen Vortrag. Vielleicht gleich eine Anschlussfrage hinsichtlich der Riechtherapie aus dem Publikum. Jetzt eben vor allem bei den Covid-Patienten ist es ein häufiges Symptom, wie du schön gezeigt hast. Wann sollte man idealerweise mit einer solchen Therapie beginnen? Sollte man eine gewisse Zeit abwarten und schauen, ob sich das spontan wieder erholt oder lohnt es sich frühzeitig mit einer entsprechenden Therapie zu beginnen? Ich würde sagen, es lohnt sich, frühzeitig zu beginnen. Von den bisherigen uns bekannten postinfektiösen Riechstörungen wissen wir schon, je eher man beginnt, je besser. Ich denke so innerhalb der ersten 3 bis 4 Wochen, weil sich doch auch nach Covid die Riechstörungen relativ häufig wieder erholen. Auf der anderen Seite haben wir diesen großen Gap zwischen den Patienten, die denken, meine Riechstörung hat sich erholt, aber wenn wir sie messen, dann hat sie sich doch noch nicht erholt. Das haben wir auch bei unseren Patienten gesehen, weil die Selbsteinschätzung so ungenau ist. Also im Zweifelsfall, wenn man nach 3 bis 4 Wochen etwas merkt, würde ich anfangen damit. Ja, sehr gut.
Du hast ja schön gezeigt, dass sich die Pathophysiologie der Riechstörung bei Covid etwas differenziert von der Pathophysiologie von anderen postinfektiösen Riechstörungen. Habt ihr betreffend der Therapie bereits erste Erfahrungen gemacht im Vergleich, ob dann auch das Therapieansprechen sich unterscheidet im Vergleich von Status nach Covid zu anderen postinfektiösen Ursachen? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also die Spontanerholung insgesamt ist höher als bei den anderen persistierenden postinfektiösen Riechstörungen. Da wissen wir, dass sich auch nach 2 Jahren, ich hatte ja gezeigt in einem Dia eine Wahnsinnsspanne von der Literatur, aber zum Teil auch kleine Anzahl von Patientengruppen. Also wir gehen da immer aus von etwa im Optimum 60% nach 2 Jahren. Ich denke, bei SARS-CoV-2 wird der Prozentsatz höher sein. Aber wir sind ja bei uns erst so mit den richtig guten Daten praktisch 1 Jahr danach. Also da, glaube ich, braucht es noch etwas Geduld. Aber all die, die noch immer nichts riechen oder reduziert riechen können, und vor allen Dingen die Jüngeren, die haben doch eine gute Chance, dass sich das noch verbessert. Ja. Vielen Dank. Und ich glaube, gerade im Anschluss dieses Riechtraining, das erweckt großes Interesse. Wird dieses hier nur am Unispital angeboten oder auch an anderen Zentren? Und vielleicht auch noch wichtig, wie ist es mit der Kostenübernahme? Also die Kostenübernahme, ich sag mal, wir stellen diese Düfte selber her oder füllen diese Fläschchen selber ab. Der Patient könnte sich natürlich auch Düfte irgendwo anders in einer Drogerie selbstständig beschaffen. Ich glaube, dass die Instruktion dennoch wichtig ist und vor allen Dingen das Messen, um auch zu zeigen, in einem halben Jahr, es hat sich was getan. Und die Kostenübernahme für die HNO-Untersuchung, die, glaube ich, jeder Patient in so einer Situation doch einmal zugute haben sollte. Warum? Weil natürlich auch mal andere Ursachen dahinter stecken können und es zeitliche Koinzidenzen gibt. Ich glaube, das muss man ausschließen. Man sollte einmal die Nase endoskopieren. Das wird von der Kasse übernommen und wir geben das sogar unseren Patienten mit. Und für den Wechsel zahlen die dann einmal einen kleinen Anteil. Das wird aber, soweit ich glaube, auch von der Kasse übernommen, ist aber sehr überschaubar. Ja, danke. Und die Therapie aber schon in spezialisierten Zentren, wo die angeboten wird? Oder? Eigentlich ja. Wenig Niedergelassene, die empfehlen natürlich zum Teil das, aber sie machen nicht diese ausführliche Testung, die dauert etwa 1 Stunde und das wird eigentlich nur in spezialisierten Zentren gemacht. Genau. Ich denke, eine Frage, die allen auf der Zunge brennt, ist, gibt es auch Fälle von irreversiblen Riechstörungen? Habt ihr bereits erste Erfahrungen mit Patienten? Wir haben natürlich nur einen beschränkten Beobachtungszeitraum, aber wo doch Hinweise bestehen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sich das erholt, in diesem Beobachtungszeitraum gering sind? Ja, also ich befürchte, dass es auch bei den Erkrankten einige Patienten geben wird, die dann auch nach 2 Jahren keine Besserung bemerken. Das sind vielleicht besonders eher etwas ältere, weil Regenerationsrate ist mit 20 am höchsten, mit 40 okay, mit 60 fängt sie an abzunehmen, was auch der Grund dann für die deutlich häufigere Riechstörung überhaupt im Alter ist, weil Regenerationsrate abnimmt. Ich befürchte, es wird Patienten auch geben, die nach der Covid-19-Erkrankung ihr Riechvermögen dauerhaft verlieren. Und was wir auch noch oft sehen, sind ja so Fehlriechen, Parosmien, was viele Patienten als sehr unangenehm beschreiben. Dann riecht die Orange eklig oder verbrannt und nicht mehr wie Orange, gerade wenn Riechstörungen vorhanden sind. Aber die nehmen mehrheitlich im Laufe der Zeit auch ab. Ja. Vielen Dank. Und vielleicht können wir im Anschluss gleich eine weitere Publikumsfrage stellen. Gibt es analog zu diesem Riechtraining auch ein Schmecktraining? Das ist eine super Frage. Das gibt es in der Form nicht. Wir müssen aber vielleicht daran denken,
dass wir rein sprachlich doch eine gewisse Vermischung haben. Riechen und schmecken, wenn jemand kommt und sagt, das Essen schmeckt nicht mehr, dann ist das ja mehrheitlich doch keine Schmeckstörung, weil wenn wir fragen, süß, wenn Sie einen Löffel Zucker in den Mund nehmen, können Sie das merken? Ja, das geht schon, aber das Essen ist fade. Wenn man den Kaffee nicht mehr schmeckt, dann hat man eine Riechstörung, weil beim Schlucken die Duftmoleküle retronasal die Riechschleimhaut erreichen. Und die mehrheitlichen, wirklichen Schmeckstörungen, die bessern sich, so wie wir das jetzt gesehen haben, schneller und häufiger als die Riechstörungen. Aber es stimmt, SARS-CoV, die können wirklich auch die Schmeckzellen angreifen. Ja, vielen Dank. Vielleicht eine Frage nochmal, weil du gerade natürlich Covid angesprochen hast. Also sehr gute Frage. Ich weiß nicht, Sarah, du vielleicht auch deinen klinischen Eindruck. Der Kollege oder die Kollegin spricht an, dass eben man hat den Eindruck, dass von der Riechstörung jüngere Patienten häufiger betroffen sind als ältere, obwohl eigentlich von deiner Erklärung der Pathophysiologie man annehmen würde, dass die Jüngeren sich schneller erholen. Ist das tatsächlich auch der Eindruck, dass diese Riechstörung aus irgendwelchen Gründen häufiger bei jüngeren Patienten sind mit Covid oder täuscht der Eindruck? Ich glaube nicht ganz, dass der Eindruck täuscht, aber wir haben ganz am Anfang in einer telefonischen Nachbefragung auch gesehen, dass Ältere das eher selten angeben, also die Älteren über 60. Wir hatten da das als älter dann betrachtet und es hatte sich gezeigt, oder wir wissen natürlich, dass über 60-Jährige schon zum Teil Riechstörungen haben. Also ihr Riechvermögen ist gar nicht mehr so gut. Und wenn ich natürlich tiefer starte, merke ich vielleicht auch diese Abnahme nicht so deutlich. Also eigentlich müssten wir, oder wir wären sehr froh, wenn wir mehr Daten von diesen Personen vor dem Infekt haben, was wir natürlich nicht haben. Wir haben da wieder das Problem der Selbsteinschätzung. Okay. Und wir sehen auch Patienten, die sagen, ich glaube eben, es hat sich erholt. Und wenn wir sie messen, ist es fast enttäuschend, sagen zu müssen, es hat sich nicht so wirklich viel getan. Ja. Also ich glaube, das ist mit ein Punkt. Richtig, gut. Liebe Antje, liebe Sarah, vielen Dank für eure tolle Diskussion.